Beruhige dich. Wieso kommt mir das hier bekannt vor? Was zum Teufel? Das ist das Büro meines Vaters. Was machen diese Arschlöcher im Haus meines Vaters? Yep, du bist zu Hause, Kumpel. Müsste mal Staub gewischt werden, wenn ich das so sagen darf. Das war die alte Waffe meines Vaters. Er war ein Sammler. Ja, er hatte Waffen gesammelt. Und Finsternisreliquien. War ein Experte auf dem Gebiet. Und das hat ihm wirklich geholfen. Er hat versucht, dir zu helfen, Äffchen. Oh. Oh. Das ist natürlich Spitzenklasse. Wer hat auf ihn geschossen? It's Showtime, Baby. Und jetzt kann ich ins Licht. So viel ich will. So oft ich kann. Schauen wir mal hier drüben genauer nach. Komm schon, gib mir Deckung! Dein Schädel wird... Niemand kriegt mein Blut! Niemand! Ich werde das mal sicher. Da ist der Träger! Ich lauf los! Warte auf mich! Dieser hier trägt die Finsternis! Was für ein... Wie viele Leute haben die denn? Ich hab gar nicht wissen, wie viele Kills die Schlitze haben. Mit seiner Leiche, was du willst. Hallo, Schönling. Geht spielen, meine Tierchen. Jetzt wirst du so viel Macht. Das erinnert mich am Bosskampf des ersten Teiles. Viel Spaß! Der Schmerz ist so schön. Wie die Kraft weicht. Der Penner mit den vorstehenden Zähnen hält die Finsternis immer noch im Gral gefangen. Du hast zwar die Kräfte der Finsternis, aber keine Finsternis in dir, um sie zu nutzen. Befreie! Halt bloß dein finsteres Schlund. Für Jenny.
Da bin ich mir ja immer noch nicht ganz so sicher. Das gefällt mir schon fast. Really? Ist dieser kleine Wicht deine einzige Hilfe, Jackie? Wer ist der? Sie ist in Schmerz. Sie braucht ihn. Ich habe keine Angst. Ich habe einen Junge. Viele von ihnen. Gerochen, kleines Schweinchen. Los! Ey! Ich komme, du Bastard! Ja. Ja. Viel besser. Danke. Willkommen daheim, Jackie. Er ist mein Vater. Er war besessen von der Finsternis. Er hat dieses Haus auf heiligem Boden der Finsternis gebaut und mit Reliquien der Finsternis gefüllt. Er hat mit Sachen herumgespielt, die er nicht verstanden hat. Was redest du da für einen Scheiß? Er hat dir nie davon erzählt, oder? Nein. Er wurde wahnsinnig, bevor du alt genug warst, um es zu verstehen. Er hat sich vor vielen Jahren an uns gewandt. Er hatte vom Gral gehört und wollte ihn um jeden Preis finden. Dein Vater wollte ein Heilmittel gegen die Finsternis. Er wollte ein Heilmittel für seinen kleinen Jungen. Ist das nicht süß? Leck mich. Er hat uns die Finsternis versprochen, wenn wir den Gral finden würden, Jackie. Es hat fast 2 Jahrzehnte gedauert, doch wir haben den Gral gefunden. Jetzt treiben wir seine Schulden ein. Wir haben die Finsternis. Die Welt wird brennen und vor ihrem wahren Gott knien. Klammere dich an das Restchen Essenz der Finsternis in dir. Ich fühle, wie sie dich verlässt. Selbst wenn du das überlebst, muss ich nur warten, bis deine Batterie leer ist. Bitte kümmern Sie sich um unseren kleinen Freund. Wenn er gebrochen ist, bringen Sie ihn mir. Kann das bitte endlich weitergehen? Ich möchte ein paar Ärsche treffen.
Mission oder pimpert der kleine Zwerg gerade sein Paar? Möchte mir jemand helfen? Besinnlichster! Die Lampen einsetzen, verliere sie nicht! Etwas anderes. Wir müssen leise sein. Oh. Seht euch diese erbärmliche Hülle an. Verschwinde, Scheiße! Du Mann, Scheiße! Scheiße! Scheiße. Ich töte dich! Zu schade. Oh, nein! Für meine Brüder! Ein Fensterling! Ein Fensterling! Brauche Unterstützung! Alles gut! Da ist er! Nehme den Schmerz an! Schon, Jackie. Mal sehen, ob du die Nerven hast. Ich hab Bock. Nachladen gedrückt, aber okay. Das wird interessant. Was stehen wir hier rum? Mal besser, Kano! Wirklich jemand, den Dienst in Ordnung zu bringen!
habe ihn gefunden! Es war nur Feuer! Scheiße! Das brennt! Keine weiteren Fragen. Auf geht's. Zum Aufhören ist es schlecht, Jackie. Gib dich oder stirb, Jackie! Deine Zeit mit der Finsternis ist vorbei, Jackie! Ich habe eigentlich alles, was ich wollte. Ich finde noch ein paar wichtige Details. Dieses Instrument wurde nicht nur gemacht, um die Finsternis zu beinhalten. Es kann auch seinen Wirt vernichten. Endgültig vernichten. Komm her. Wie wär's mit Plan B? Ich trete dir in den Arsch und nehme mir den Gral. Und was dann? Was würdest du damit machen? Du denkst doch nicht daran, der Finsternis nachzugeben, oder? Hast du eine Ahnung, was dann passieren würde? Weißt du, ich könnte es dir sagen, aber es ist einfacher, es dir zu zeigen. Niemand, der der Bruderschaft dient, wird jemals sterben. Ich sehe nur Licht. Wo ist die Finsternis? In den Augen der Bruderschaft bist du nichts! Deine Zeit mit der Finsternis ist vorbei, Jackie!
ihn nicht der Finsternis, bitte! Sie wird uns alle vernichten! Ja, gib mir seine Macht! Du bist nichts! Du bist unwürdig! Der Gral wird dich verzehren, quälen und geradewegs in die Hölle schicken! Das war der Plan! Das Ding ist also das Einzige, was mich töten kann. Wird schon schief gehen. Nein! Wagst es mir zu trotzen! Du hattest nie die Kontrolle. Ich hole mir Jenny und dann hole ich mir dich. Jackie, bitte. Es tut so weh. Hey, Jackie, wach auf. Er sieht nicht gut aus. Vielleicht hat er was Falsches gegessen. Hey, Jackie, hast du was Falsches gegessen? Ich hab mal einen Clown gefrühstückt. Hat komisch geschmeckt. Klassiker. Nein. Nein, verdammt, das ist nicht richtig. Ich sollte in der Hölle sein. Ich sollte in der Hölle sein. Das... ist die Jackie, Hölle. Jackie, alles okay? Heilige Scheiße, Dr. James! Leck mich! Du bist nicht real! Hier ist nichts real, nur eine beschissene Ablenkung, um mich von der Finsternis fernzuhalten! Ich muss hier raus! Dr. James, es ist Jackie, schnell! Ich muss zur Hölle fahren! Komm schon, Jackie, alles wird gut. Dr. James! Alles in Ordnung, Jackie. Niemand wird dir etwas tun. Halt ihn fest, Edward. Aber klar doch, Dr. James. Ihr seid nicht real. Nichts von dem hier ist real. Das ist nur ein Trick. Aber ich kaufe euch das nicht ab, kapiert? Sagt eurem Boss, dass ich ihm das hier nicht abkaufe! Es gibt keine Verschwörung, Jackie. Du bist in einem Krankenhaus. Es geht dir nicht gut und wir wollen dir nur helfen. Wo ist Jenny? Geh und sag Jenny, dass sie Besuch kriegt. Unterwegs. Halt ihn fest. Jackie, das ist zu deinem Besten. So, jetzt wird alles gut. Du hattest einen bösen Traum und wir sorgen dafür, dass es dir besser geht. Du willst Jenny sehen. Wir bringen dich in ihr Büro. Ich denke, sie wird dich beruhigen. Komm schon, Jackie. Alles wird gut. Was ist los? Stirbt er? Wir haben Mittel und Wege, ihn zum Sprechen zu bringen. Bringt ihn weg und exekutiert ihn. Alles in Ordnung hier? Unmöglich! Verdammt, ich hab dich getötet! Doktor, ich fürchte, Jackie durchlebt einen schlimmen Entzug von seinen Medikamenten. Er sagt, die Finsternis spricht wieder mit ihm. Er denkt, er ist in der Hölle. Du bist kein Arzt. Du bist der Boss der Bruderschaft. Und du bist tot. Es ist okay, Jackie. Du hattest einen Anfall. Die Stimme, die du zu hören glaubst, ist nur dein Gehirn, das dir einen Streich spielt. So ein Scheiß. Ich hab dich gerade erst sterben sehen. Hör mir zu, es ist wichtig. Hörst du die Finsternis jetzt? Sie ist still. Gut, ich denke, das Beruhigungsmittel zeigt Wirkung. Bringen wir Jackie zu Jenny, ja? Johnny, bitte hilf mir! Jackie, nichts von dem hier ist real. Hier lang, Äffchen! Der einzige Weg raus ist nach oben! Jackie, komm zurück! Oi, Jack! Stopp ihn! Lass ihn nicht raus! Jackie, warte! Komm zurück. Nein, geh nicht darauf! Du wirst nur... Ich hatte einen guten Lauf. Ich kannte das Risiko. Ich sterbe hier. Ich bin erledigt. Verdammt, Jackie! Okay, Jackie. Wir beruhigen uns jetzt einfach. Dr. Wick will dir nur helfen. Jackie? Jackie,
Oh Gott, bitte komm da weg. Du wirst dich verletzen. Du bist nicht Jenny. Jackie, das ist kein Spiel. Wenn du hier stirbst, bist du wirklich erledigt. Dann ist es vorbei. Nein, du irrst dich. Dieser kleine Scheißer hatte recht. Wenn ich hier sterbe, fahre ich zur Hölle. Du bist in einem wahnhaften Kreis gefangen und wir wollen, dass du dich davon befreist. Jackie, tu das bitte nicht. Ich will dir helfen. Du bist ein Trick der Finsternis. Du bist nicht die echte Jenny. Jackie, hör mir zu. Es gibt keine Finsternis. Du hast keine besonderen Kräfte. Wenn du springst, ist alles vorbei. Du stirbst. Himmel oder Hölle, du bist tot. Ich will dich nicht verlieren. Du sollst nur wieder gesund werden. Nimm das Clozapin. Schon bald siehst du die Dinge wieder klar und all das hier wird nur noch ein böser Traum sein. Nimm bitte deine Medizin, Jackie. Willst du nicht bei mir bleiben? Ich will bei Jenny sein. Nein! Halte durch, Baby. Ich komme. Du widersetzt dich mir. Hilf mir, Jackie. Ich bin hier. Jenny, bist du es wirklich? Du bist bedeutungslos. Das werden wir ja sehen. Halte durch, Baby. Ich komme. Das darfst du nicht. Dann hören wir mal. Ich tue das nicht für Jenny, sondern für Äffchen. Auf meinem Kanal wird nicht gesinnt. Jackie!
Really? Ich komm dich holen, Jenny! Mich an. Bitch, please. Sie lügt. Du wirst nicht meine Macht haben. Die habe ich schon. Das schon. Mach weiter, du schaffst das. Dich ins Verderben. Sie ist es wert. Du stürmst dich ins Verderben. Sie ist es wert. Was geht hier vor? Du stürmst dich ins Verderben. Sie ist es wert. Ah.
Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Aber irgendwann... Jackie, du hast es getan. Hatte alles ein Ende. Ich wollte nicht, dass das passiert. Nichts davon. Wir haben nicht viel Zeit. Oh nein, das ist wie beim ersten Teil. Du musst jetzt aufwachen. Du musst jetzt aufwachen, Jackie. Du musst jetzt los. Ja, das war's mit Darkness 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und dass wir das durchgezogen haben. Ich war ein großer Freund vom ersten Teil. Auch wenn der erste Teil viel brutaler war, weniger diesen Comic-Look hatte und sehr gore-lastig war, fand ich den zweiten doch relativ amüsant, doch relativ kurz. Viele Schlauflevel, sehr linear. Könnte ein bisschen anders sein. Die Story allerdings ist super und ich bin ein großer Fan vom Okkulten. Man merkt sehr viel, dass man sich von H.P. Lovecraft inspirieren gelassen hat. Ja, dem Spiel würde ich 3,5 Sterne von 5 geben. Und ich freue mich, wenn es wieder heißt Let's Play irgendwas. Au revoir. Wir riechen uns später. Nö, es muss nicht weitergehen. Gönnen wir Jackie. Wir riechen uns.